Hey Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier. Bevor wir mit dem Video beginnen, möchte ich sagen, wenn euch meine Videos gefallen, wenn ihr mich sympathisch findet als Person, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Das wird dem Kanal extrem weiterhelfen. So, könnt ihr euch noch an mein Video mit Marc Gebauer erinnern bei Cologne Watch? Das war vor einigen Wochen. Da gab es eine bestimmte Uhr, da habe ich euch gesagt, von der Uhr gibt es vielleicht mehr. Das hängt dann vom lieben Marc ab. Und wir haben es möglich gemacht. Viel Spaß! So, heute geht's um die AP Royal Oak Chrono. Kasparov Edition sozusagen. Wie kann ich mit der Uhr beginnen? Die Uhr ist der zweifache Vorgänger von der aktuellen Royal Oak Chrono. Sie wurde eingeführt Ende der 90er. Die Uhr ist jetzt aus 2001, glaube ich. Und eigentlich war es nur ein logischer Schritt von der normalen Royal Oak Zweizeiger über die Royal Oak Dreizeiger. Also die Royal Oak kam ja 1972 auf den Markt, hat damals den kompletten Uhrenmarkt revolutioniert. Ich habe da auch schon mal ein, zwei Videos dazu gemacht, das sind einer meiner absoluten Traumuhren. So, die kam 1972 raus als Zweizeigeruhr. So, später kam dann die 15300 raus. Das ist eigentlich die erste, sagen wir mal, alltagstauglichere Variante. Die war ein bisschen dicker, hatte auch ein Automatikwerk, hatte jetzt auch einen Sekundenzeiger, war anfangs sogar sehr, sehr unbeliebt, wie mir Marc gesagt hat. Und zusammen mit der kam auch die Chrono-Variante raus. Das ist die hier. Ich merke mir da die Referenz nicht. Die Chrono-Variante ist einfach nichts anderes als die Royal Oak mit einem Chronographen. Und die kam damals raus in 39 mm, genauso wie die Dreizeiger 15300 auch in 39 mm. Ja, war ein ganz normales Stahlmodell, sagen wir mal so. War anfangs jetzt auch nicht besonders teuer. Die ganzen AP-Modelle sind ja erst vor kurzem richtig, richtig teuer geworden. Also ich rede hier vom Graumarkt. Danach kam die 15400 und die Nachfolger-Chrono-Variante, die zeige ich euch auch mal in dem Video hoffentlich. Und dann danach kam jetzt die 15500, neu im Jänner raus, und die neueste Chrono-Variante hatte dann auch einen Nachfolger. Die haben jetzt so Panda-Blätter und so weiter bekommen. Die sind aber alle größer geworden, die sind alle 41 mm groß geworden, sowohl die Dreizeiger als auch die Chronos. Also das Ding hier ist der letzte AP-Chrono in 39 mm. Und ich finde das mega, mega geil. Den gab es damals in drei Ziffernblattfarben. Schwarz, Weiß und Boutique Edition Blau. Ich finde natürlich Blau am coolsten, aber was soll ich machen? Gab halt jetzt nur die Weiße. Also ich finde, bei AP ist das immer so eine Sache. Also du hast auf einer Seite Rolex, die extrem sportlich, alltagstauglich sind und, wenn wir uns ehrlich sind, ein bisschen langweilig werden. Und rechts hast du Patek, die extrem exklusiv sind, extrem teuer und auch sehr elegant sind. Und zwischen den beiden Uhren gibt es so eine Lücke. Diese Lücke ist sportlich wie Rolex, aber extrem exklusiv, so dass sie nicht, ja, jeder unter Anführungszeichen hat. Und diese Lücke füllt, finde ich, AP mit der Royal Oak perfekt. Du bist genauso sportlich unterwegs wie mit deiner Rolex, genauso alltagstauglich wie mit deiner Rolex, aber du bist viel cooler als mit deiner Rolex. Viel cooler. Es hat einfach so viel mehr Stil, wenn du eine AP am Arm hast, als wenn du eine Rolex am Arm hast. Ausgenommen ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel Keramik Daytona ist auch richtig cool. Ich finde, es hat einfach was, wenn das Band von der Royal Oak, für das sie ja berühmt ist, im Licht so glänzt. Die hat eine ganz andere Art und Weise, wie das Licht von der Uhr gebrochen wird. Ich hoffe, das war jetzt deutsch. Teilweise funkelt die Uhr, als wären da Diamanten drauf. Sind es halt logischerweise nicht. Aber ich finde das richtig, richtig schön und richtig, richtig arg. Und die Uhr wird aber... Die Uhr hat richtig viel Wiedererkennungswert. Ohne dass viele Leute wissen, was die Uhr eigentlich ist. Aber die, die es wissen, finden es halt richtig cool, weil eine AP ist einfach ein Statement. Und genau das feiere ich halt so an AP. Ich bin halt eher natürlich der Royal Oak Fan. Ich mag die Royal Oak Offshores nicht so gerne. Es geht, aber ich finde, sie passen nicht zu mir. Ich finde, die Standard Royal Oaks sind halt eben genau das Richtige. Zurückhaltend, elegant, aber doch richtig cool und jugendlich. Wenn ihr auf der Suche nach einem High-End-Chrono seid, und ich rede jetzt nicht von Omega Speedmaster oder Rolex Daytona, sondern wirklich High-End, dann empfehle ich euch wärmstens mal die Royal Oak Chrono anzuschauen. Die hat ein Werk von FPG, also es ist ursprünglich kein Manufakturwerk, deswegen hat die Uhr ja auch keinen Sichtboden. Das Werk ist jetzt nicht unbedingt sehr ansehnlich, es ist halt gebaut von FPG für bestimmte Marken. Vom technischen Aspekt her ein kleiner Unterschied zwischen den Royal Oak Offshores in Chrono und den normalen Royal Oaks in Chrono.
Die normalen Royal Oaks in Chrono haben die Totalisatoren anders angeordnet, auf der unteren Ziffernblatthälfte, wohingegen die Offshores auf 12, 9 und 6 Uhr angeordnet haben. Das hat den Grund, dass die Werke der Royal Oak Offshores auf einem Modul aufgebaut sind. Die haben das normale Dreizeigerwerk und dann ein Chrono-Modul obendrauf. Deswegen sind die auch ein bisschen dicker und deswegen haben die, nehme ich an, auch einen Sichtboden. Wohingegen die normalen Royal Oak Chronos deutlich dünner sind, die haben ein Werk von FPG, was übrigens ein sehr, sehr gutes Werk ist. Und das ist, soweit ich weiß, kein Modul-Chrono, nur so als Info am Rande. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Likes da und Abos da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.